hier etwas, was ich früher relativ oft genutzt habe, mittlerweile nicht mehr, weil ich dafür eigene GPTs habe. Aber angenommen, du möchtest einen Kundenavatar erstellen, also diese typische Buyer-Persona, dann könnten wir jetzt Folgendes sagen. Zuerst wieder die Rolle. Du bist Digital Marketer und hast dich auf Nutzerverhalten und Forschung spezialisiert. Ich möchte, dass du einen detaillierten Kundenavatar für mein Business, also Online-Sichtbarkeit, Website-Erstellung, Optimierung, KI-Beratung und so weiter, erstellst. Stelle mir bitte vorab so viele Fragen wie möglich zu den Zielkunden, dem Produkt und den Ergebnissen des Produktes, damit du den Avatar so detailliert wie möglich erstellen kannst. So, das ist deswegen notwendig, weil ich nicht weiß, was braucht er überhaupt dazu. Super, lass uns loslegen. Hier dein da. Okay, und dann geht's los. Zielkunde. Wer sind deine Zielkunden? In welchen Branchen? Welche demografischen Merkmale? Wenn du das ordentlich beantwortest, bekommst du perfekte Kundenavatare. Natürlich, wenn du jetzt schon Kunden-Experience hast, dann kannst du das natürlich abgleichen mit deinem bestehenden Kunden oder auch fragen, okay, oder schauen, passt das auf dich zu. Aber grundsätzlich würden wir hier jetzt einfach vorgehen und das nach der Reihe beantworten. So einfach erstens. Also du musst nichts dazu schreiben, wer sind die Zielkunden, sondern du beantwortest einfach die Fragen. Im Idealfall, so habe ich früher gemacht, kopierst du dir einfach das raus in ein Dokument, dann hast du Zeit, um dich auf die Antworten, um die Antworten zu kümmern. Und dann gibst du ihm das Ergebnis einfach wieder in den Chat hinein und du wirst überrascht sein, was er da ausspuckt. Natürlich kannst du das jederzeit verfeinern.